Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die drei besten WLAN-Router. Alle drei Modelle aus diesem Vergleich können durch ganz individuelle Eigenschaften und Funktionen überzeugen und haben vor allem eine extrem starke Reichweite. Vorstellen möchten wir euch drei verschiedene Router von drei verschiedenen Herstellern und auch Leistungsklassen, was die Übertragungsgeschwindigkeit angeht. Wir starten mit dem Modell mit der geringsten Bandbreite und beenden das Video mit dem leistungsstärksten Router. Bleibt also unbedingt dran, um alle Modelle kennenzulernen und am Ende eine passende Kaufentscheidung für eure Ansprüche treffen zu können. Wenn ihr dann ein passendes Modell für euch gefunden habt oder einfach noch selbst weiter recherchieren wollt, könnt ihr das über die Links in der Videobeschreibung tun. Dort unten haben wir euch alle Modelle mit dem tagesaktuellen Preis und der Möglichkeit, sie zu bestellen, auch verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Router aus dem Vergleich starten. Aus der Einsteigerklasse möchten wir euch hier den Archer MR550 von TP-Link vorstellen. Dieser 4G-Plus-Router bietet eine Dual-Band-Verbindung für bis zu 1200 Mbits die Sekunde, 200 Mbit sogar mehr als in Deutschland generell verfügbar ist, und bietet auch die Möglichkeit, eine SIM-Karte einzustecken. Hier kann es mit einer Datengeschwindigkeit von 4G arbeiten und bietet eine Verbindung für bis zu 64 Länder. Auch hat das Modell ein One-Mesh-System mit Smart-Roaming dabei, was für eine noch stärkere Verbindung und auch eine höhere Flexibilität sorgt. Man kann das Gerät mit weiteren Routern oder Repeatern verbinden und somit ein großes und leistungsstarkes Mesh-System aufbauen. Vor allem überzeugt das Modell durch die Mumimo-Technologie, die stabilere Verbindungen und weniger Ladezeiten garantieren soll. Durch diese kann sich das Modell ohne Probleme mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden, wodurch man zum Beispiel gleichzeitig online gamen oder auf mehreren Geräten streamen kann. Bis zu 64 Geräte können sich hier gleichzeitig verbinden, egal ob Telefone, Tablets, Laptops und so weiter. Mit dieser Funktion und den zusätzlichen 4 LAN-Ports, an denen noch weitere Geräte angeschlossen werden können, ist das Modell somit auch für den professionellen Bereich geeignet. Also auch Gewerbetreibende können den TP-Link Archer in ihrem Geschäft benutzen, was aber auch für den privaten Nutzer einfach nochmal die Sicherheit gibt, dass es sich hier um ein qualitatives und sehr sicheres Modell handelt. Der TP-Link-Router ist zudem ganz einfach über die App des Herstellers einseh- und auch steuerbar, und damit handelt es sich unserer Meinung nach hier um ein sehr starkes Gesamtprodukt mit starker Leistung, vielen Anschlüssen und Funktionen sowie einem sehr fairen Preis. Alles weitere zum Modell und die Möglichkeit, es zu bestellen, erfahrt ihr über den ersten Link in der Beschreibung. Schaut also unbedingt mal vorbei. Wo wir schon gerade bei Funktionen und Features waren, da ist wahrscheinlich ein Modell absolut ungeschlagen, und das ist die AVM Fritzbox, genauer gesagt das Modell 7590, welches seit Jahren ein absoluter Bestseller ist. Das Modell verfügt nicht nur über eine leistungsstarke Datenübertragungsgeschwindigkeit von 3600 Mbit die Sekunde, die hier theoretisch möglich wären sie in Deutschland erhältlich, sondern auch durch viele, viele Einstellungen und Funktionen über das Fritzbox-Netzwerksystem. Bleiben wir aber nochmal ganz kurz bei der Verbindung. Das Modell arbeitet mit Wi-Fi 6. Dieses bietet sehr zuverlässige Verbindungsgeschwindigkeiten und auch das innovative Dualband 4x4 Wi-Fi, welches für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten ausgelegt ist. Mit der Fritzbox können neben Smartphones, Notebooks, TVs, Spielekonsolen und so weiter auch smarte Haushaltsgeräte kabellos verbunden und in einem Netzwerksystem zusammengefasst werden. Dafür sorgen auch die DSL-, LAN- und USB-Anschlüsse, über die man beispielsweise Festnetztelefone, Spielekonsolen, Fernseher und weitere Geräte verbinden kann. Damit bietet sie, wie gesagt, eine sehr leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen wie auch IPTV, Video on Demand oder 4K-Streaming. Die wahren Vorteile bietet das Modell aber vor allem in der Heimnetzwerksteuerung. Über das Fritzbox-System sind alle Geräte übersichtlich einzubinden und auch zu überwachen. Und so kann das Modell auch für umfangreichere Smart-Home-Aktivitäten oder einfach nur eine umfangreiche und übersichtliche Überwachung der eigenen Geräte verwendet werden. Der integrierte NAS Media Server bietet eine Bereitstellung von Filmen, Musik und Bildern im Heimnetzwerk sowie auch eine leistungsfähige Plattform für vernetzte Multimedia-Anwendungen. Vor allem diese Heimnetzwerkfunktion ist einzigartig und sorgt dafür, dass man sich ein eigenes Serversystem für zu Hause aufbauen kann. Vor allem für Leute, die technisch versierter und interessierter sind, ist die Fritzbox auf jeden Fall die beste Wahl. Mehr Infos zum Bestseller von AVM, der Fritzbox 7590, nun über den zweiten Link in der Beschreibung. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch das Premium-Modell in Sachen Konnektivität vorstellen.
Und hier geht es um den Asus RTX 86S, einen Gaming-Router mit Dualband-Gigabit-Verbindung und 5700 Mbit die Sekunde Datenübertragung. Ja, diese ist in Deutschland nicht möglich, das ist klar, aber die Kapazitäten sind hier da, womit eine extrem hohe WLAN-Geschwindigkeit und insgesamt einfach eine bessere Stabilität der Leitung ermöglicht wird. Auch dieses Modell arbeitet mit Wi-Fi 6 der neuesten Generation, was ultra hohe Geschwindigkeiten von wie gesagt bis zu 5700 Mbit ermöglicht. Auch wenn diese starken Geschwindigkeiten in Deutschland nicht möglich sind, so garantiert das Modell doch mit seiner hohen Reichweite und starken Kapazität, dass das Spiel oder die Streaming-Anwendung, was auch immer man mit diesem Router ausführt, stets flüssig und unterbrechungsfrei läuft. Und das auch über große Distanzen. Durch die drei auch individuell einstellbaren Antennen sind hier sehr hohe WLAN-Reichweiten möglich. Vor allem ist der Router durch diese starke Leistung also für ein Highspeed-Gaming-Erlebnis ausgerichtet. Vor allem im professionellen oder im starken Hobbybereich kommt es ja hier auf Millisekunden an und da garantiert Asus mit dem RTAX einfach eine latenzfreie und sehr stabile WLAN-Verbindung. Auch ein mobiles Gaming wird hier durch nur einen Tastendruck in der Asus Router App möglich. So kann man auch von unterwegs aus zocken und dabei eine hohe Geschwindigkeit beibehalten. Durch die AI-Mesh-Unterstützung kann man aber auch hier ein umfangreiches, flexibles und nahtloses Mesh-System für das ganze Haus aufbauen. Auch legt Asus auf eine hohe Netzwerksicherheit Wert. Diese ist auf Business-Niveau und beinhaltet eine Lifetime-Lizenz der Antiviren-Software, die das eigene Heimnetzwerk schützt. Auch verschiedene Ports, also Anschlüsse, hat dieses Modell, an die man seine Geräte für eine noch bessere Verbindung direkt anschließen kann. Der Router ist so programmiert, dass er auch automatisch alle daran angeschlossenen, kabelgebundenen Geräte priorisiert. Da es sich um einen Gaming-Router handelt, ist ja wie gesagt der Fokus darauf, dass das Gaming über den Computer oder die Konsole möglichst schnell und latenzfrei funktioniert. Durch die insgesamt 4 LAN-Ports, den 1 WAN-Port und 2 USB-Ports können aber auch weitere Geräte angeschlossen und das Modell generell als Heimrouter verwendet werden. Man muss also nicht unbedingt ein Gamer sein, um mit dem Asus RTAX Spaß zu haben, sondern wer einfach auf eine hohe Geschwindigkeit und Latenzfreiheit Wert legt und gar nicht so diese ganzen Funktionen einer Fritzbox beispielsweise braucht, der ist mit dem Asus RT richtig aufgehoben. Das Modell ist sogar etwas günstiger als die Fritzbox und kann hier wie gesagt mit den besten Geschwindigkeiten überzeugen. Alles weitere zum Asus Router, aber auch natürlich zum TP-Link oder Fritzbox-Modell über die Links in der Videobeschreibung. Schaut unter dem Video mal gerne dort in der Beschreibung für alle weiteren Infos, wie den tagesaktuellen Preis der Modelle vorbei. Oder um euch generell einfach noch weiter zu informieren, wir haben euch auch nochmal einen Kaufratgeber zum Thema WLAN-Router in der Videobeschreibung dargelassen. Also, viel Spaß beim weiteren Recherchieren und mit eurem neuen WLAN-Router. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.